So, das ist die kleinere von den beiden Taschen, die es zum Schnallen auf den Sozius-Sitz von KTM zu kaufen gibt. Diese kostet ungefähr 140 Euro. Es gibt noch eine größere, die kostet dann 160 Euro. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Hier gibt es ein kleines Spannnetz, um irgendwelche kleinen Sachen zu verstauen. Was allerdings auch passiert ist, während man an der Ampel wartet, sammelt sich hier das Wasser drauf. Fährt man los, hat man hier eine kleine Pfütze dran und bei der nächsten Bremsung an der Ampel fließt das ganze Wasser nach vorne und einem direkt in die Hose rein. Wenn man die Tasche öffnet, hat man Platz für, also ich sag mal, eine Wasserflasche, Schlüssel, Bund, Portemonnaie, vielleicht noch ein Sweatshirt oder ähnliches, ein bisschen Einkauf und so weiter. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist ein Regenschutzgitter. Ne, Regenschutz, also dieser orange Regenschutz ist halt mit dabei, der passt über die Tasche, wenn die so zusammengeklappt ist. Und es gibt auch noch die Option, dass man an der Tasche einen zweiten Reißverschluss öffnet. Und dann hat man die Möglichkeit, hier einen Helm während des Einkaufs drin zu verstauen, was eigentlich ganz, ganz schön praktisch ist. Die Tasche wird befestigt, indem man die Sozius-Bank löst. Dazu dreht man diesen Schlüssel unter dem Fahrersitz und kann den Sozius-Sitz abnehmen. Anschließend, so die Tasche kommt hinten, der kommt so rum mit drauf, sieht man diese Klettbandstrapse hier so an, dass das ungefähr passt. Da ist nichts angegeben, wo die hin sollen. Insofern mache ich die einfach mal hier so hin. Und anschließend befestigt man den Sozius-Sitz wieder. So sieht das Ganze dann aus. Es werden hier noch zwei so Riemchen mitgeliefert, wenn man ein bisschen Angst hat, dass die Tasche einem vom Motorrad fliegt, dann kann man die hier auch sichern. So, und das ist dann praktisch, wie die ganze Geschichte funktioniert. Ich kann das nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn man den Helm da reintut. Okay.